beginnen wir mit der zweiten halben Stunde. Wir haben jetzt 33 Minuten. Ich hatte das hier so weit strukturiert, dass wir jetzt erstmal mit dem deutschen Teil anfangen, also auch mit den deutschen Fragen zum Thema Zinsen. Gibt es Änderungen? Das ist hier Sven aus Potsdam fragt. Gibt es Änderungen bei Bauträgerfinanzierungen, zum Beispiel Dachgeschossausbau oder Neubau von Eigentumswohnungen in Berlins Innenstadt? Also nicht wegen Corona. Das, außer eben, dass die Bearbeitungszeit länger geworden ist, aber das hat ja nichts mit der Bauträgerfinanzierung zu tun. Also das habe ich vorher auch schon erwähnt. Alles, was ein bisschen komplizierter ist, dauert noch mal einen Tag länger. Aber ja, Bauträger selber ist okay. Man muss halt gucken, also was eine Delle der Genehmigungsmöglichkeit oder bei den Genehmigungsmöglichkeiten verursacht hat, ist tatsächlich die Unsicherheit, wie viel Miete kann später genommen werden für diese Einheit. Und wenn es hier aus Sicht der Banken tatsächlich zu regulatorischen Einschränkungen kommt, dann hat das eine Auswirkung, dann kann es tatsächlich passieren, dass die Finanzierung niedriger ausfällt, der Finanzierungsvorschlag oder komplett abgelehnt wird. Natürlich ist es so, dass gerade in Zeiten von Corona, aber das gilt halt für jeden Bereich, dass auch ein Bauträger als Investor sehr genau inspiziert wird von der Bank. Da wird geguckt, wie stark ist der, wie gut kann der vielleicht auch Verzögerungen durchhalten. Es ist ja so, dass momentan ist es wieder ein bisschen besser, aber durch den Lockdown ja auch die Bauarbeiten eingeschränkt waren. Das heißt, ich habe auch schon erste laufende Projekte, bei denen die Mitteilung an die Investoren kam, dass es zu zeitlichen Verzögerungen kommen wird, dass damit gerechnet werden muss. Und auch sowas spielt eine Rolle jetzt in der Kalkulation. Die Bank möchte natürlich jetzt eine Kalkulation sehen, die Corona-Eventualitäten berücksichtigt. Und wenn das aber Hand und Fuß hat, dann würde ich persönlich die Chancen weiterhin so einschätzen wie bisher. Also kann man den Antrag stellen und wenn alles passt, dann sollte der auch genehmigt werden. Gibt es aber ein paar Schwachpunkte, dann ist die Gefahr vielleicht schon ein bisschen größer geworden, dass nicht das Ergebnis, das man sich wünscht, erzielt wird. Okay. Haben sich die Beleihungswerte verändert oder sind die nach unten angepasst worden aus Sicht der Bank? Fragt Frank aus Gohlis in Leipzig. Also immer die Frage jetzt, warum? Wegen Corona noch nicht. Sind sie angepasst worden? Die Frage ist, haben sie sich überhaupt verändert? Sehen Banken Ja. Beleihungsausläufe jetzt schlechter oder besser als vorher oder was passiert gerade? Siehst du da überhaupt irgendwas? Also wegen Corona nicht, aber natürlich war es so, dass eben Mietpreisbremse und dann vor allem der Mietendeckel volle Pulle reingehauen haben bei den Einheiten, die betroffen sind. Das heißt, teilweise sind hier Finanzierungssummen halbiert worden. Ich sehe das ja, gerade wenn beispielsweise, wenn man mal als Beispiel ein Investor aus Israel, muss jetzt kein aus Deutschland sein, aber da ist das Objekt noch viel ausschlaggebender für die Finanzierungshöhe. Da hat vorher die Bank gesagt, okay, mit dem Objekt, da kannst du 14 Euro bekommen, also kriegst du die und die Summe. Und laut Mietendeckel sind es noch 7 Euro, also gibt es noch die halbe Summe. Aber das ist jetzt der krasseste Fall. Und in aller Ausprägung, in aller Auffächerung gibt es natürlich dann entsprechende Einschätzungen. Das heißt, der Beleihungswert selber, naja, das ist ja so eine Größe, Beleihungsauslauf. Je nachdem, wie gerechnet wird. Wird nach dem Substanzwert gerechnet, würde ich sagen, nein, keine große Auswirkung. Wird nach dem Ertragswert gerechnet, dann ist die Auswirkung, wenn es eben sich um eine Einheit handelt, die von dem Mietendeckel betroffen ist, gravierend. Also insofern hängt es jetzt auch von der vom Ermittlungsverfahren des Beleihungswertes ab, ob es hier Veränderungen gibt oder nicht. Im Durchschnitt ja, leicht rückläufig, aber im Einzelfall in manchen Fällen gar nicht, in manchen sehr stark. Okay, ich würde dich bitten, wenn wir so viele Fragen haben, auf die nächsten ein bisschen kürzer zu antworten. Gut, ja. Finanzierung, danke. Finanzierung für Modernisierung, fragt Andreas aus Kreuzberg. Hat sich da was verändert? Nein. Also außerdem, was ich gesagt habe, ja, wegen, wenn es jetzt irgendwelche Einflüsse gibt durch den Mietendeckel, hat sich momentan nichts verändert. Nein, das ist weiterhin so wie vorher auch möglich oder nicht möglich. Matthias aus Dubai fragt, ich interessiere mich für Finanzierung von Immobilienprojekten. Wenn man nicht in Deutschland ansässig ist, gab es hier eine Veränderung? Ja, es gibt immer laufende Veränderungen, aber jetzt nicht wegen Corona. Und zwar, das ist ein lebendiger Markt. Es gab hier leider eine Veränderung, dass zum Beispiel die Berliner Volksbank, über die es sehr viel ging, seit 1. Mai
kaum mehr solche Finanzierung anbietet. Das hat aber mit Corona überhaupt nichts zu tun. Diese Veränderung gab es immer und gibt es, wird es auch immer geben. Aber grundsätzlich ist die Finanzierung für Steuerausländer in Deutschland möglich. Wenn es sehr gut läuft, bis 80% des Kaufpreises, ansonsten irgendwo in dem Bereich, je nach Objekt, je nach Situation, zwischen 50% und 70%. Okay, dann haben wir das Thema Zinsen jetzt soweit erstmal durch, zumindest mit dem deutschen Teil. Wir haben hier das Thema Krise. Erwarten Sie, dass ähnlich wie in den EU-Staatsschuldenkrise 2009 Käufer aus der Europäischen Union verstärkt Immobilien in Deutschland kaufen? Oder ist deren Budget für Betongold erschöpft? Fragt Frank aus Barcelona. Ganz schwierig. Dazu bräuchte ich eine Glaskugel. Und das wird Frank vielleicht in Barcelona, wenn er da mit Leuten spricht, besser sogar abschätzen können als ich, ob Deutschland weiterhin so als dieser Anker gesehen wird. Es kann sein, das kann wieder passieren. Aber ob es so kommt, das wage ich nicht zu prognostizieren. Also da ist keine Tendenz momentan abzusehen, die mir das erlauben würde, diese Frage seriös zu beantworten. Aber möglich ist es. Ich habe Susanne aus Kreuzberg, die fragt, welche Chancen haben wir eigentlich durch die Covid-19-Krise als Immobilienkäufer? Ja, das hängt jetzt auch wieder davon ab, wie man da drauf ist. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir eine langanhaltende Rezession haben oder vielleicht sogar, ich hoffe nicht, aber in eine Depression rutschen, dann kann man auch darauf spekulieren, dass die Preise nochmal sehr stark nach unten gehen. Und dann ist Cash King. Das heißt, wer dann also mit Eigenkapital, mit viel Eigenkapital zuschlagen kann. Es gab schon Zeiten, wo sich Immobilienpreise gezähntelt haben. Aber ob das in unserem Leben nochmal passiert, das weiß ich nicht. Also aktuell sehe ich jetzt keine besonderen Chancen durch Corona. Aber es kann dazu kommen, dass tatsächlich Leute in Druck kommen, dass sie zwangsläufig verkaufen müssen oder verkaufen wollen. Die Bank sie dazu zwingt, dass sie verkaufen müssen. Also wer jetzt so ein bisschen auf die Aasgeier-Mentalität setzt, ich will das gar nicht abwerten, das ist völlig legitim. Manche Leute kaufen auch im Crash dann, das ist die Aktien, da völlig okay. Aber wer darauf setzt, ja, das kann passieren, dass es so kommt. Kann man abwarten, aber vielleicht wartet man auch ewig darauf und es kommt nicht. Dann habe ich die letzte Frage zum Thema Preise. Du hattest den größten Teil auch schon beantwortet. Das ist Konstantin aus Charlottenburg. Macht die Mietpreisbremse in Berlin die Finanzierung bzw. den Kauf einer Wohnung kaputt? Wie muss der Kaufpreis denn sein, um das zu vermeiden? Als Beispiel wird eine Finanzierung von 350.000 Euro für eine Wohnung angenommen, wobei 20% Eigenkapital sind. Naja, also das ist ja wieder so eine Sache, kaputt machen ist ein bisschen stark, aber es hat auf jeden Fall kann einen stark negativen Einfluss haben, gar keine Frage. Das ist ja das ganze Thema um die Mietpreisbremse, dass Investitionen dadurch gestoppt werden, dass es unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Katastrophe ist, das zu machen, politisch nachvollziehbar, aber ich glaube, es gäbe andere Möglichkeiten, Leute, die schwach auf der Brust sind und die nicht leisten können, solidarisch zu unterstützen. Ich glaube, da wird auch jeder Vernünftige mit dabei sein. Aber die Mietpreisbremse halte ich persönlich für nicht geeignet dafür. Egal. Auswirkungen, ja, das kann natürlich sein, dass wenn so eine Wohnung als Kapitalanlage gekauft wird, dass die Bank sagt, okay, die Rendite ist so niedrig, du kannst aus der Miete heraus nicht dein Kapitaldienst leisten. Aber das würden wir gerne sehen. Insofern kriegst du eine kleinere Finanzierung. Das kann jedem passieren, selbst an einem deutschen Anleger. Wenn er ein super, duper, tolles Einkommen hat, idealerweise als Angestellter, dann mag das ein bisschen abgeschwächt sein, passieren kann es. Dann habe ich die letzte Frage zum Thema Krise von Marcel hier. Wie stark ist die Durchdringung von Fintechs im Verhältnis zu klassischen Banken, Sparkassen etc. bei der Kreditvergabe? Ich würde mir wünschen, dass sie viel stärker ist, als sie ist. Also Fintechs gibt es, aber ich selber habe, obwohl ich schon mal den einen oder anderen angesprochen habe, leider noch keine Finanzierung darüber darstellen können. Die Idee begrüße ich. Ich denke, dass es wirklich eine gute Sache sein kann. Ich weiß nicht, ob es an der mangelnden Transparenz liegt oder an dem mangelnden Marketing oder wie auch immer. Ich selber mache das inoffiziell, dass ich, ich komme auch so ein bisschen aus dem Anlagebereich, dass ich bei Anlegern, die jetzt ihr Geld nicht auf dem Sparbuch haben wollen, aber sicher angelegt haben wollen,
unter Umständen dann so ein Privatdarlehen vermittle. Das ist ja eigentlich fast Fintech, aber eben nicht offiziell. Dazu fällt mir ja die Zulassung, es darf damit nicht werben. Und das ist auch wirklich im Privatbereich und darauf beschränkt. Dafür gäbe es eigentlich einen Markt und der ist nicht ausgeschöpft. Also wenn da jemand mal richtig loslegt, dann sehe ich da eine große Marktlücke, die ausgefüllt werden kann. Aber momentan ist das nicht der Fall.